Es ist genau ein Tag vor dem 18. Geburtstag meiner besten Freundin Diana, deswegen wollte ich ihr unbedingt einen Kuchen backen für morgen in der Schule, damit ich sie überraschen kann. Nur leider kann ich nicht backen, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, aber diesen Brownie-Mix zum Dr. Edgar zu verwenden, weil der enttäuscht mich nie. Und ja, da war ja schon der erste Fehler, das ignorieren wir einfach mal. Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, die ganze Backmischung erstmal reinzuschütten, weil das muss man halt so machen. Und dann wollte ich da ein Ei reinschlagen. Es hat nur leider nicht richtig funktioniert, weil als ich das so aufschlagen wollte, ist einfach die Entschuldigung, ich kann einfach nicht reden. Auf jeden Fall ist die Schale einfach in das Ei reingefallen. Ich habe sie nicht mehr rausbekommen, deswegen mussten wir alle ein bisschen Schale mitessen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht weiter schlimm. Aber egal, im schlimmsten Fall sterben wir halt einfach alle. Und da musste man noch ganz viel Öl reinmachen. Ich hatte es nur ein bisschen gewundert, weil das so viel Öl war. Bestimmt habe ich irgendwas wieder falsch gemacht. Natürlich musste ich den Teig auch probieren und keine Sorge, mein Finger war sauber und ich habe ihn danach nicht nochmal in den Teig reingetan. Und als ich dann diese Szene drehen wollte und so übertreiben wollte, habe ich mir so wehgetan. Das war richtig unnötig. Die Brownies habe ich dann über die Nacht drin gelassen und am nächsten Morgen nehme ich euch dabei mit, wie ich das Ganze verziere.